Nein, nein, hier ist niemand. Ah, der ist da oben gegangen, das ist nicht gut. Ah, wieso geht er jetzt weg? Na, vielleicht kommt er nochmal hier zurück. Komm ich nochmal zu dem? Nee. Jetzt wollen wir mal hier. Ich merke schon meinen Kampfmodus. Wie sieht einen nach dem anderen an? Wo ist er hin? Ich möchte jetzt eigentlich gerade nicht raus. Ich will gerne warten, bis er wieder ums Eck kommt. Kann ich den hier reinziehen? Ist der nah genug dran? Ah, nee, glaube ich nicht. Hm, es läuft hier und da jemand rum, aber läuft da auch der rum, den ich suche? Schön, dass er auch da einfach nichts weiter macht. Er sieht seinen Kollegen abgestochen, aber lässt liegen und stellt sich wieder auf den Turm. Teilweise auf den Dings. Läuft denn durch das ganze Areal, oder? Es könnte ein bisschen dauern, bis er hier bei mir wieder ist. Aber bei meinem Glück bin ich genau jetzt so ungeduldig, möchte losrennen, dann kommt er schon wieder auf mich zu. Aber ich bin, glaube ich, wirklich zu schwach, mich jetzt da überall durchzukämpfen mit den ganzen gepanzerten Leuten. Na, warten wir mal, vielleicht kommt er gleich wieder. Und da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal ein bisschen gewartet, ein, zwei Minuten, aber es scheint niemand zu uns kommen zu wollen. Das heißt, wir müssen uns mal wieder auf die Suche machen. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal wieder nach hinten raus. Und werde ihn erstmal noch ein weiteres Mal suchen müssen. Die Gelegenheit wäre da gewesen, ihn schnell niederzumachen, aber ich habe gezögert. Das ist jetzt aber okay. Wir werden ihn erstmal wieder erspähen müssen. Wo ist der? Wo ist wer? Holen wir uns erstmal den da. Oder sich denn auf einmal versteckt. Nein, nein, es ist niemand. Bin ich da? Welche Richtung? Sagte ich, bin ich da. Oh, ich glaube fast, sie sehen das anders. Na, versuch's. So, ich habe jetzt absichtlich mal keinen runtergeschmissen, dass mich nicht sofort wieder jeder sieht. Oh, ein bisschen gesucht werde ich jetzt auch. Hinten kann man es aufbauen, aber wo ist denn jetzt der Schlingel, den ich suchen muss? Wo hat sich der versteckt? Nun verdreifacht wurden, da die Kardinäle der Ansicht sind, die geringen Kosten würden zu solcherlei Aktivitäten ermutigen. Mit den Oder ist er schon einfach durch irgendwas gestorben, wie jetzt ums Eck gelaufen ist? Papst Alexanders errichtet. Weil ich kann den Turm jetzt noch nicht zerstören, ich muss erstmal denjenigen finden. Aber wo ist er denn? Ist er auf einmal verschwunden? Und der päpstlichen Garde tritt am ersten Tag hier ist niemand. Des Monats in Kraft. Hier ist ein Schatz. Wer dieser Pflicht nicht nachkommen kann, muss einen Erlass bei der apostolischen Kammer beantragen oder die öffentliche Abtreibung erdulden. Wo sind denn alle meine Freunde? Alle meine Hauptmänner? Ich schleim mal das da schnell aus. Wie schnell die überhaupt Bilder von mir malen können. Ach nee, jetzt komm, lass mich mal kurz hier in Ruhe. Ihn töten? Okay, aber muss ich ihn ja erstmal dafür finden. Oh, da ist jemand runtergefallen. Unangenehm. Muss doch irgendwo ein Hauptmann sein. Suche Hauptmann. Bei den dreien ist er ja vorhin losgelaufen. Ich meine, da hinten geht es auch noch weiter. Ist er vielleicht irgendwo da hinten? Es kann doch nicht sein, dass er einfach verschwunden ist.
Achso, ich hatte die richtige Waffe nicht ausgewählt. Ich ziehe alles zurück. Oder ist sie irgendwo und ich schaue die ganze Zeit nur falsch auf die Karte? Da ist er. Aber vorhin wird... Nee, das ist er nicht. Das ist auch bloß irgendeiner. Nein, 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 ich bin nicht da. Ich bin nicht da, ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ich bin doch da. Na gut, dann komm mal her. Muss ich jetzt hier wirklich alle niedermachen? Wo ist denn der Kollege? Na, dann komm her. Nummer 1. Nummer 2. Mit einem Pfeil in die Wand geschossen. Robin Hood lässt grüßen. Wo bist denn du? Ist der einfach verschwunden? Hat der mich gesehen? Hat er sich ins Hemd gemacht? Ich gehe jetzt nochmal weg und gehe dann nochmal her. Das kann ja jetzt irgendwie nicht sein, dass er auf einmal weg ist. Der wurde ja auch auf der Karte angezeigt. Mal ein Pferd zu mir. Oh, jetzt hätte ich fast wieder das Söldner geholt. Ja, genau. Dieses Kreuzzeichen, da habe ich gesucht. Aber das ist nicht auf den, bei dem Turm dabei gewesen. Ich gehe mal hier ein ganzes Stück zurück. Gebiet noch nicht verfügbar. Und jetzt gehe ich wieder nach vorne. Also ob das reicht, keine Ahnung. Wenn nicht, lassen wir das erstmal aus. Aber ich muss sagen, ich weiß gerade nicht, warum ich hier... Ach, siehst du, jetzt haben wir schon wieder ein Symbol da. Jetzt sehe ich ihn. Jetzt ist er da hinten. Komm ich da hinten wieder hin? Muss ich wieder außen rum? Autsch. Nochmal Autsch. Ich habe irgendwas klimmern gehört. Ach, weißt du was, kommt die Zeit immer noch. Jetzt war aber kurz da und ist schon wieder weg. Warte mal. Läuft der vielleicht in irgendein Haus rein oder so, dass ich ihn nicht mehr sehe? Wobei, jetzt kann es auch sein, dass ich einfach zu weit weg bin. Da sehe ich ihn wieder. Ja, schau mal nach. Willst du nicht nachschauen? Okay. Jetzt steht er wieder da. Okay, Ezio, und jetzt erklärst du mir mal bitte, warum du, während du auf ihn zurennst, den Fokus auf die anderen legst. Und danach erklärst du mir bitte, wieso du jetzt nicht auf die Idee kommst, zu blocken. Gut, das mit Blocken kann ich mir erklären, weil ich hatte die Klinge an und da wird diese Metallparierschiene nicht drauf sein. Aber den Rest fand ich jetzt schon ein bisschen frech. Da hat sich das lange Suchen und Anschleichen jetzt gerade wirklich gelohnt. Genau, zeig ihm, was den Feinden der Käsere zahlt, ein hübsches Sümmchen für seinen Kopf. Komm schon, Männer! Der Käsere zahlt ein hübsches Sümmchen für seinen Kopf. Der Käsere zahlt ein hübsches Sümmchen für seinen Kopf. Tut es nicht, ich will leben. Hubala. Komm schon, Männer, wir sind Borgia, unbezwingbar. Ach so, was hat ihr das? Das waren schöne gesetzte Schläge. Jetzt ich nehme alles zurück. Den Kampf leer drücken, um ihn mal zu treten. Danke für den Tipp. Au. Muss mal kurz wieder ein Schlückchen trinken. Uiuiui. Na jetzt. Halt die Backen. Wie hält denn der aus? Hoppala. Ich habe jetzt die linke Maustaste gehalten und hat ihn einfach erschossen. Das wollte ich so gar nicht machen. Aber okay, gut.
Muss ich sagen, das finde ich fast ein bisschen schade, wenn sie da die Mechanik im Vergleich zum zweiten Teil geändert haben. Ich meine, wir kennen ja die Pistole als Attentatswerkzeug. Und jetzt kann sie aktiv irgendwie im Kampf mitgenutzt werden. Dass da nicht groß erklärt wird, wie man das macht. Oder dass es die Möglichkeit gibt. Es kann natürlich auch sein, dass man dafür vielleicht erst das Training hätte spielen müssen. Aber gerade mit diesen besten Listen und diesen vielen Missionen, die man da machen kann, habe ich das eigentlich mehr als, also klar als Training, aber vor allem auch als zusätzliche Herausforderung für später gelesen. Aber gut, ich meine, das meiste ist dann einfach Learning by Doing, das tun wir gar nicht so lange rum. Und dann geht das schon irgendwie. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch einfach, also hätte Fahrradkette, aber man hätte dann trotz alledem auch einfach mal schnell ihn da eine Pistole in die da machen können. Aber das weiß ich fürs nächste Ziel, so ich es denn nicht vergesse. So, jetzt sind wir hier oben. Da meinen Vogel habe ich schon gesehen. Warte mal, da war er. Wenn er mir so mit leichten Füßen rüberspringt, das schließe ich immer kurz mit dem Leben ab, weil ich mir denke, okay, und nach unten geht's. Sehr atemberaubende Aussicht. Meine Söldner haben mich immer noch auf der Karte, die ich aus Versehen rekrutiert habe. Wunderbar. Beim Runterfallen ist mir gerade noch was eingefallen, aber ich glaube, dafür ist es jetzt schon zu spät. Habe ich den hier niedergemacht? Ich glaube schon. Ich hätte den Borchard-Typen vielleicht vorher mal looten sollen. Als Hauptmann hätte der bestimmt viel Geld dabei gehabt. Ah, ärgerlich. Aber okay. Alles kein Problem. Dich habe ich schon gesehen vorhin. Dich nehmen wir mal so mit. 1670, okay. So, und da hinten haben wir den Schneider. Ich habe gesehen, hier sind ein paar Sachen, aber wir machen es der Reihe nach. Hallo, meine Freunde. Ich grüße euch. Erstmal zum Schneider. 880. Ach nee, stimmt. Ich glaube, wir haben mittlerweile so viele schon eröffnet, dass es ein bisschen Rabatt gibt. Da stand ja auch irgendwo was in der Zusammenfassung. Kommt, liebe Leute, seht die neuesten Kreationen des besten Schneiders. Des besten Schneiders. Und dann gehen wir mal zu dem da unten. Er wird bestimmt... Oh, da kann man wieder ein Wahrzeichen kaufen. Da schauen wir gleich mal auf den Preis. Und hier kann man sich bestimmt eine Schatzkarte wieder kredenzen. 1010 für den Kunsthändler. Ein bisschen Pazzo bin, biete ich allen eine einmalige Gelegenheit. Kauft ein Werk eines langobardischen Meisters und ich gebe ein zweites zu einem günstigen Preis hinzu. Interessant, gutes Angebot. Gegenstände verkaufen, Gemälde. Schatzkarten nicht auf Lager. Schade, ich dachte, er wäre jetzt hier gewesen. Vielleicht nächstes Mal, du sagst es. Wobei, warte mal, ich hätte auch, das schauen wir gleich mal, aber vorher... Jetzt haben wir hier viel, was wir kaufen können. Warte mal. Wir haben hier drüben noch einen Schmied und Ställe. Aber ich brauche erstmal... Der Tunnel ist hinter mir, aber vorher holen wir uns mal die Bank. Ich habe jetzt nochmal gucken, hattest du einen Kunst... Nein, hattest du einen Kunsthändlerauftrag für mich? Hallo, mein Freund. Nee. Okay, Investitionsfeature nach wie vor deaktiviert. Halt, ich sag's gerade noch so. Ach ne, warte mal. Das ist gar keine Sehenswürdigkeit, sondern das ist wieder ein Fraktionsgebäude, oder? Boah, ich weiß es noch nicht. Wir haben die Diebe noch nicht freigeschaltet. Wir setzen mal die Söldner hier mit hin. Das war gar kein Tunneleingang. Wieder mal nicht richtig gelesen. Okay, jetzt haben wir ein anderes Wappen da. Das schaut aber auch sehr cool aus. So, jetzt aber zur Bank. Jetzt aber ganz schnell zur Bank. Jetzt wäre ich hier schon wieder angeschnort. Ne, warte mal. Ich habe gerade keine Zeit dafür. Und da drüben haben wir noch die anderen zwei Läden. Jetzt wird aber schön dick gekauft. Wir haben gleich hier eine Wache, die auf unsere Bank aufpasst. Das finde ich auch sehr gut. 12:30. Pulvern wir alles raus. Wir können hier direkt wieder Geld mitnehmen. Wir gehen sogar langsam in Richtung der 3000 pro 20 Minuten. Mein Freund,
Wir heben erstmal ab. 20.000 könnten wir einlagern. Knapp 6.000 haben wir dabei. Zeig mal kurz die Buchführung. Naja, ich bin mal gespannt, was so ein Wahrzeichen gibt. Das ist minimal teuer gewesen. Ärzte bringen nicht so viel. Schmiede, Kunsthändler bringen okay. Schneider liegt ein bisschen drunter noch. Und die Bank, na klar, die Bank scheppert natürlich. Renovierungen, was haben wir denn hier noch? Artisanengebäude. Söldnergebäude. Ach so, das ist, wenn wir hier diese Fraktionsgebäude freischalten. Okay, okay. Pferdestelle, Tunneleingang, beschädigtes Aquädukt, was das wohl noch kosten wird. Wahrzeichen. Genau, hier sind unsere Rabatte, oder? Genau, mit insgesamt verdient und insgesamt ausgegeben. Was erwartet denn die gesamte Wirtschaftsleistung? Achso, das wird vielleicht wieder hier mit diesen Dings zusammenhängen. Okay, sehr schön. Hier drüben gleich Schmied und Stall. Oh, ja. Da muss ich direkt nochmal zurück. Es liegen nämlich wieder 3.000 im Tresor. So schnell kann es gehen. Ich würde gern, dass das immer wieder passiert. Mein Kleinvieh macht auch Mist. Geld abheben, vielen Dank. Jetzt können wir wirklich fast schon über Rüstung und Waffen nachdenken. Aber erstmal... Na, erstmal hierher. Ich weiß was, ich glaube, ich hole mir echt mal ein Stück Rüstung oder so. Dass ich nicht gleich jemand zusammenklappt, sobald mich ein Ritter anguckt. So, die Ställe sind da. Und neben den Ställen, wie sich's gehört, ist die Schmiede. Ich muss nur das Gebäude finden. Hier ist der Arzt. Und 1.000. Sind wir schon fast bei 3,5? Kommt, Freunde! Diese neuen Minen machen meine Metallwaren sehr erschwinglich. Sehr erschwinglich. Oh, wir könnten jetzt uns auch eine Armbrust kaufen. Oder die zumindest neu ist. 12.500, der wird zwar gut. Kleine Waffen. Oder werden die noch bei seit dem letzten Mal angezeigt? Normales Schwert, okay. Offiziersschwert. Kann ich das kaufen? Kann ich das nicht kaufen? Ich sehe es gerade nicht. Achso, ne, Geschäftsauftrag und schwere Schwert. Oh, ich glaube, die hole ich mir zuerst. Ah, die kostet 7.000. Ne, die kann ich mir dann doch nicht leisten. Römisches Langschwert kostet was, ist aber schneller und mehr dass meine Pfote mehr geschützt. Reparieren. Da wäre bloß ein Rüstungsteil momentan an. Rüstung repariert. Rüstung. Stiefel. Und die Schultern habe ich schon. Pass mal auf, dann hole ich mir wenigstens mal die römischen Stiefel noch dazu. Und ein neues Schwert. Das mit den Zweihandwaffen stehen wir mal auf einen späteren Zeitpunkt, wenn wir mehr Geld zur Verfügung haben. Dann hole ich mir jetzt erst nochmal das Langschwert. Wunderbar. Aber auf die freue ich mich schon. Die ist sogar noch stärker und macht mehr Schaden und soll genauso schnell sein. Interessant. Also, beziehungsweise hat ebenfalls 3 Tempopunkte. Bezweifle, dass sie deswegen genau gleich schnell sind. Sehr schön. Munition. Ja, gut. Könnte man jetzt kaufen. Warum, glaube ich, aber nicht. Huch. Auf einmal war ich bloß ein laufendes Paar Schuhe. Waffe freigeschalten. Und neue Schuhe. Wir halten mehr aus. Wunderbar. Schutz und Widerstand. Das ging schnell. Komm du mal her. So, jetzt haben wir doch hier in dem ganzen Tag schon ein bisschen was freigeschalten. Was haben wir denn noch hier? Ich wollte mal gucken, ob ich da hoch kann, oder? War das hier? Hoppala, okay, alles klar. Das hier kann ich noch freischalten angeblich. Dann möchte ich... Ach nee, kann ich eben nicht. Da komme ich doch her, wo hier der Block drin war. Stimmt, wir wollen jetzt in die Richtung weitergehen. Ich nehme alles zurück. Das heißt, wir gehen erstmal hier hin. Was haben wir da? Da ist ein Aquädukt. Okay, vielleicht komme ich da hin, dann schauen wir uns das an. Dann aber ich gehe erst zum Schmied und danach gehe ich hoch zu diesem Aquädukt. Machen wir das so. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir da noch haben. Es gibt wirklich sehr, sehr viel. Also es sind natürlich auch teilweise Mechaniken aus Florenz, um es mal so zu sagen, dass ich nicht immer sage Teil 2. Aber die sind auch schön in ein neues Gewand gepackt.